Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, kommunale Impfangebote besser unterstützen, Bustransfers von Schülerinnen und Schülern durch das Land finanzieren. Kinder und Jugendliche haben in dieser Pandemie bereits jetzt schon eine enorme Last getragen. In der Kita, in der Schule, in der Freizeit, in der Familie und sicherlich auch an vielen anderen Orten. Das Hin und Her der STIKO zum Impfen und Quarantäneregeln, die kaum einer noch nachvollziehen kann, tragen zu weiterem Frust nicht nur bei Kindern und Eltern, sondern auch bei Ärztinnen und Ärzten und vielen Lehrerinnen und Lehrern bei. Die Vorboten der vierten Welle sind da. Junge Menschen sind aktuell besonders von Covid-19 betroffen. Inzidenzwerte von 1.000 sind in dieser Gruppe keine Seltenheit. Innerhalb von wenigen Tagen hat sich die Zahl der Intensivpatientinnen und Patienten fast verdoppelt. Die Warnungen sind da. Das RKI warnt vor einem fulminanten Verlauf einer vierten Welle. Intensivmediziner, Virologen, Forscher und viele andere warnen ebenfalls um das seit längerer Zeit. Und immer geht es um die Frage Impfen, Impfen, Impfen. Wer ungeimpft ist, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen, gefährdet die Gesellschaft. Die Vorboten der Katastrophe, und so nenne ich mal eine vierte Welle, muss man ernst nehmen. Und was Warnungen bedeuten, glaube ich, haben wir gestern den ganzen Tag darüber hier gesprochen. Wenn Warnungen nicht ernst genommen werden, wenn Maßnahmen, die zur Linderung oder Vermeidung einer Katastrophe nicht erfolgen, dann passieren Sachen, die wir alle nicht wollen. Und ich möchte keine nächste Ausrufung eines Lockdowns. Ich möchte nicht, dass Schülerinnen und Schüler noch einmal aus den Schulen verbannt werden. Ich möchte, dass dieses unterbleibt. Wie wichtig das ist, zeigt sich natürlich vor Ort. Kommunen sind die Orte, in denen die Menschen zu Hause sind. Kommunen sind die Ersten, die vor Ort betroffen sind. Kommunen wissen, wo und wie die Menschen vor Ort leben. Kommunen haben als Erste das auszubaden, was andere Ebenen nicht hinkriegen. Deshalb sind die Kommunen oft auch die Ersten, die auch die ersten Maßnahmen einleiten, weil sie Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Stadt tragen. Die Impfquote wird darüber entscheiden, wie wir durch den Herbst und den Winter kommen werden. Deshalb heißt es jetzt, Gas zu geben, Bodenbedenkerträgerei zu beseitigen und zu handeln. Und genau bei diesem Handeln gehen die Kommunen mit gutem Beispiel und Engagement voran. Die Stadt Duisburg hat vor ihren alten Pflegeheimen Testzelte aufgestellt, als das Land Nordrhein-Westfalen an Testen noch nicht gedacht hat. In der Moschee wurde in Duisburg geimpft, als andere noch das Impfen in diesen Bereichen für überflüssig hielten. Ja, und jetzt hat die Stadt eine neue Maßnahme, nämlich ein Angebot für Schülerinnen und Schüler ab dem 12. Lebensjahr in 50 Schulen, ich betone in 50 Schulen der Stadt, wo es darum geht, möglichst vielen Kindern und Jugendlichen das Impfen zu ermöglichen. 2.450 Kinder und Jugendliche haben so ihre Erstimpfung erhalten. Die Maßnahme hat 27.000 Euro gekostet, im Schnitt also 11 Euro pro Impfung. Ich finde, das ist ein toller Beitrag zum Impfen. Dieses Vorgehen der Stadt Duisburg wird seitens des Landes kritisiert, weil man meint, durch diesen Bustransfer einen besonderen Druck auf Kinder und Jugendliche auszuüben. Sehr geehrter Herr Minister, ich glaube, dass das Handeln der Stadt Duisburg kein Druck ist. Es ist das, was ich von dieser Stadt und von allen Kommunen erwarte. Es ist Verantwortungsbewusstsein. Alles, was in Duisburg passiert, wird mit den Eltern, mit den Kindern, in den Schulen und natürlich mit den Ärztinnen und Ärzten in den Impfzentren abgestimmt und besprochen. Dass nun
dieses verantwortungsvolle Handeln angeblich ein Druck ist auf das Impfen und deshalb man das nicht unterstützen kann, können wir nicht nachvollziehen. Aber das Land hat ja auch an anderer Stelle schon bewiesen, dass es innovative Ansätze von Kommunen ja nicht besonders unterstützt hat. Ich nenne hier aus der Vergangenheit die Debatte um den Solinger Weg. Ich nenne aber auch aktuell die Debatte in Wuppertal um die Frage 2G. Und jeder fragt sich dort, wie geht es weiter? Herr Minister, wir haben bereits im Mai auf das Thema Kinder und Jugendliche und Impfen ausdrücklich hingewiesen. Wir haben im Frühjahr darauf hingewiesen, dass es neben den vorhandenen Strukturen auch andere Impfmöglichkeiten geben muss. Ich nehme das Thema Kliniken. Ich bin sehr erfreut, dass Sie in Köln beim Gesundheitskongress erklärt haben, dass jetzt auch Kliniken gegebenenfalls weitere Impfmöglichkeiten erhalten. Ja, es ist jetzt wichtig, das Impfen voranzubringen, unkonventionell voranzugehen und Strukturen zu schaffen, die nicht darin bestehen, Bedenken zu äußern, sondern darin bestehen, die Impfung an die Kinder und Jugendlichen heranzubringen. Herr Minister, ich empfehle Ihnen, fahren Sie nicht hinter dem Impfbus hinterher. Fahren Sie mit Blaulicht voran, vielleicht die Landesregierung sogar vorne im Sitz beim Fahrer dabei. Dann wird das Impfen auch bei Kindern und Jugendlichen eine Erfolgsstory werden. Jede Impfung in diesem Land ist eine gute Impfung. Jede Impfung sorgt dafür, dass der Herbst und der Winter vielleicht anders wird als das, was man uns prophezeit. Vielen Dank. Vielen Dank.